Heute ist wieder Mittwoch, es ist 10 Uhr und ich veröffentliche eine neue Anwenderfrage am Mittwoch. Heute geht es um das Thema Adressverknüpfung und Adressbeziehungen. Doch jeder, der hier regelmäßig meinen Kanal schaut, weil du ihn vielleicht abonniert hast, der weiß, dass ich dieses Thema schon einmal in einer Anwenderfrage am Mittwoch behandelt habe. Doch ich hatte letztens eine Fragestellung genau zu diesem Thema und das habe ich beim letzten Mal nicht gezeigt. Es ging nämlich darum, wie kann man eigentlich verbieten, dass zusätzliche Texte in den Adressbeziehungen bzw. Adressverknüpfungen angelegt werden. Und da habe ich gedacht, Mist, genau dieses Thema habe ich vergessen. Deswegen mache ich nochmal ein neues Video zu diesem Thema und ich hole hier auch nochmal ein bisschen aus, dass du das andere Video nicht schauen musst. Ich lasse das allerdings trotzdem auf dem Kanal, weil ja, vielleicht ist das andere, weil es eben ein bisschen kürzer ist, für dich halt auch das richtige Video. Wenn du dann halt hier über YouTube suchst, dann findest du halt zwei unterschiedliche Varianten. Was sind Adressbeziehungen bzw. Adressverknüpfungen? Grundsätzlich ist es ja so, dass man beispielsweise bei einer Adresse vielleicht auch den Steuerberater, die Marketingfirma oder ähnliches, also die, die vielleicht die Werbung für das Unternehmen machen, abspeichern möchte. Diese Adressen, die man in einer Beziehung oder in einer Verknüpfung mit einem Ansprechpartner oder einer Adresse setzt, haben aber ja nichts mit dem Unternehmen an sich zu tun. Oder es gibt andere Szenarien, wie zum Beispiel die P17 GmbH hat als Tochterunternehmen die Nice IT oder die Castanea GmbH. Die Ansprechpartner, die dort sind, haben aber nichts mit der P17 zu tun. Trotzdem möchte ich vielleicht wissen, dass der Benjamin Beloch, also ich in dem Fall, auch Gesellschafter einer anderen Firma bin. Und genau in diesem Fall benötigt man die Beziehung bzw. Verknüpfung von Adressen. Wenn man beispielsweise in die Adressbestellungen geht, also bei Adresslieferanten Adressen bestellt, wozu unter anderem mein Kollege Sebastian Franzbach hier auf YouTube einen YouTube-Kanal hat, und zwar, das ist der Adressen-Insider, der genau zu diesem Thema auch unterschiedliche Videos bereitstellt, dann nennt man sowas auch Family Trees. In diesen Family Trees werden beispielsweise Unternehmensverflechtungen, also rausgegeben, wo man dann weiß, dass die P17 zum Beispiel zwei Töchter als Unternehmen hat, die Nice IT und auch die Castanea GmbH. Man kann sich das vorstellen, wenn man einen großen Konzern hat, wie zum Beispiel die Siemens, wo es Untergesellschaften gibt und Untergesellschaften. Das Ganze kann man mit solchen Family Trees dann anschließend in der Cobra hinterlegen. Die Cobra hat da allerdings eine einfache Hierarchie, das heißt, ich habe hier einfach nur die P17 und den Bezug zu dem Tochterunternehmen oder die P17 und den Bezug zu unserem Steuerberater, aber man kann natürlich auch mit Cobra CRM Pro das Ganze anders lösen als mit den ja, in Cobra hinterlegten Adressverknüpfungen bzw. den Beziehungen. Wie das Ganze ausschaut und wie man genau diese Funktion auch verbietet, dass man eine eigene Beziehung anlegt, das schauen wir uns jetzt mal in diesem Video an und dazu wechsle ich einmal hier in meine Cobra Adress Plus Demo-Umgebung. Und ich stehe hier aktuell bei dem Karl Klonen auf der Altenkirchen EDV GmbH und ich habe hier in der Eingabemaske auch im unteren Bereich die Adressverknüpfung hinterlegt. Und hier haben wir ein Beispiel. Dieser Ansprechpartner Karl Klonen ist in der Verknüpfung Geschäftspartner von Ehrenberger und Schröppel GmbH oder Emberger. Wenn ich hier draufklicke, dann springe ich sozusagen zu der Emberger und Schröppel GmbH und habe hier sozusagen auch diesen Verknüpfungshinweis, hat als Geschäftsführer die Altenkirchen GmbH. Ich kann hier wieder zurückspringen und sehe gleichzeitig, dass die Altenkirchen EDV GmbH hat als Kunde die Zentweg Bastlerbedarf GmbH. Ich kann auch wieder hier hinspringen und sehe dann im Prinzip den umgekehrten Weg sozusagen, dass die Zentweg ist Kunde von Altenkirchen. Und genau diese Verknüpfung kann ich hier in Cobra anlegen. Wie das Ganze funktioniert, das schauen wir uns jetzt als allererstes einmal an. Und zwar wähle ich als erstes die Adresse aus, die ich verknüpfen möchte und wähle dann unter Start Adresse verknüpfen einmal hier diesen Button aus und der wird dann hier grau hinterlegt. Und jetzt kann ich diesen Datensatz mit einem anderen Datensatz verknüpfen. Da
gehe jetzt zum Beispiel hier auf diese Firma und klicke anschließend einmal auf Verknüpfen mit. Und jetzt kann ich eben die alten Kirchen EDV GmbH verknüpfen mit der Eroga Luft und Klima. So, und hier kann ich jetzt anschließend entweder bestehende Verknüpfungsarten auswählen, zum Beispiel Datenschutzbeauftragter, oder ich kann hier auch selber was reinschreiben, zum Beispiel einfach Test. Und genau das wollen wir später verbieten. Das lasse ich jetzt hier allerdings mal drin stehen und klicke hier auf OK. Ich könnte in dieser Verknüpfung, und ich mache jetzt nochmal eine unter das Verknüpfen und verknüpfe die auch nochmal mit dem Karl Klon, kann ich auch sagen, ich möchte das tauschen, also Altenkirchen soll wieder an der ersten Stelle stehen oder eben umgedreht und damit kann ich das tauschen. Übrigens ab der Version Cobra 2020 R3, also der 64-Bit-Variante von Cobra, gibt es hier noch eine interessante Neuerung sozusagen, denn hier habe ich auch noch ein Notizfeld hinterlegt, wo ich eine Notiz bei der Adresse hinterlegt habe, um beispielsweise hier nochmal eine ganz kurze Dokumentation reinzuschreiben, warum ich das verknüpft habe. Außerdem sehe ich dann auch, wer sozusagen diese Verknüpfung angelegt hat. So, auch hier sage ich dann beispielsweise, ist Konzern von Altenkirchen. Und dann habe ich sozusagen hier alles hinterlegt. So, jetzt habe ich hier aber im Prinzip die Möglichkeit, solche Dinge reinzuschreiben wie Test oder ähnliches. Und genau das möchte ich jetzt verbieten und das habe ich beim letzten Mal eben nicht gezeigt. Jetzt wechsle ich hier einmal unter Datei, dann anschließend unter Datenbank und hier gibt es die Adressverknüpfung verwalten. Und hier öffnet sich ein neues Fenster und hier sehe ich, welche Verknüpfungen es gibt. Und ich könnte hier natürlich auch jetzt meine bestehende Verknüpfung, nämlich die Testverknüpfung, umbenennen in, was machen wir denn mal? Tochterunternehmen haben wir schon, Steuerberater. Und hier kann ich jetzt auch abwählen, Hinzufügen von Verknüpfungen erlauben. Wenn ich das jetzt hier auf OK klicke, gehe ich jetzt einmal zurück. Wir sehen jetzt übrigens, Test hat sich umbenannt, auch in Steuerberater, also auch bei der Adresse ändert sich das direkt. Und jetzt gehe ich nochmal hin und verknüpfe die AOB GmbH mit der Altenkirchen. Und jetzt möchte ich hier was reinschreiben und ich kann das nicht mehr ändern. Das heißt, ich kann nur noch die Dinge auswählen, die in dieser Liste drinstehen. Und das ist eben genau dieser Punkt, den ich beim letzten Mal nicht gezeigt habe. Ich würde auch immer, ehrlich gesagt, dazu raten, hier zu sagen, ich nutze eine vordefinierte Liste. Natürlich kann es vorkommen, dass es irgendeine Besonderheit gibt, wo wir dann anschließend vielleicht nochmal eine weitere Information benötigen. Und da würde es natürlich Sinn ergeben, wenn ich die hier reinschreiben kann. Aber hier haben wir auch in der Vergangenheit wirklich gesehen, dass hier sehr, sehr häufig auch unterschiedliche Dinge reinkommen. Deswegen muss man eben schauen, wie man das Ganze macht. Übrigens, was gibt es hier für Anwendungsbeispiele? Ich hatte ja vorhin so ein paar Dinge skizziert und ich nehme jetzt einfach mal die P17 als Beispiel, damit du weißt, was wir beispielsweise dort hinterlegen. Wir haben ja hier durch den YouTube-Kanal auch viel Kontakt mit Cobra-Kunden, die aber nicht unser Kunde sind, sondern vielleicht auch bei einem anderen Cobra-Partner in der Betreuung sind, die aber dann mal für einen Support bei uns anrufen. Wenn wir dann allerdings wissen, bei welchem Cobra-Partner du in der Betreuung bist, dann hinterlegen wir das beispielsweise, dass ich dann weiß, du wirst eigentlich beispielsweise von der Cobra direkt betreut oder von einem anderen Cobra-Partner. Das hinterlegen wir bei deinem Datensatz, damit wir dann eben die entsprechenden Informationen an einer Stelle haben. Wenn wir beispielsweise mit einer Marketingberatung bei Unternehmen sind und dort zum Beispiel dann gezielt Informationen auch über Umsatzgrößen etc. wissen müssen, dann haben wir oftmals auch Kontakt mit dem Steuerberater und dann hinterlegen wir an der Adresse auch dann die Information, wer ist denn der Steuerberater von diesem Unternehmen? Oder in der Cobra-Welt wieder, welches Systemhaus hast du eigentlich? Also wer betreut dich da, damit wir dann eben, wenn es ganz explizite Themen zu deiner Infrastruktur gibt, damit wir ganz genau wissen, wir sprechen dann das Systemhaus an und dann kommunizieren wir untereinander, dass wir sozusagen nicht über dich den Kontakt dann aufnehmen. Also wenn du das möchtest, dann haben wir das sozusagen auch wirklich hier alles an einer zentralen Stelle. Und das ist wirklich ein Punkt, der oftmals auch in der Cobra so ein bisschen vernachlässigt wird bei einigen Kunden, obwohl das ein sehr, sehr spannendes Thema ist. Man muss sich natürlich überlegen, brauche ich diese Verknüpfung? Also muss ich wissen, dass zum Beispiel der Benjamin noch Geschäftsführer eines anderen Unternehmens ist oder Gesellschafter eines anderen Unternehmens
Oder brauche ich die Information, wer ist denn der Steuerberater oder wer ist das Systemhaus oder ähnliches? Doch es gibt in der Praxis sozusagen sehr viele Beispiele für diese Beziehung und das ist sehr, sehr interessant, wenn ich die eben in der Cobra abbilden kann und ich kann darüber auch recherchieren, dass ich zum Beispiel alle Steuerberater von Kunden heraussuche etc. Und das kann natürlich dann eben ein sehr, sehr spannendes Thema sein. In den höheren Versionen Cobra CRM Pro bzw. Cobra CRM BI wickeln wir sowas teilweise auch über Beziehungstabellen ab, also die freien Tabellen, die wir anlegen können, weil wir da deutlich komplexere Dinge erstellen können als mit den Adressverknüpfungen, die wir in Cobra haben. Nur diese Adressverknüpfung oder ich nenne es auch gerne eben Adressbeziehung, ist wirklich ein Cobra-Standard und ich finde eigentlich ein ganz cooles Feature, obwohl es sehr, sehr wenig genutzt wird und deswegen finde ich es auch ganz gut, dass ich vielleicht hier wirklich nochmal ein zweites Video zu diesem Thema mache, denn es wird halt vernachlässigt, aber es ist halt ein schönes, wichtiges Thema, denn Adressen stehen immer in unterschiedlichen Beziehungen zueinander und wenn ich das in dem System richtig pflege, hat das natürlich auch für mich einen entsprechenden Mehrwert. Ich hoffe, wir sehen uns am nächsten Mittwoch wieder und wenn du eine Anwenderfrage hast, egal ob sie auch ganz, ganz einfach ist, stell sie mir einfach und ich beantworte sie hier dann am nächsten Mittwoch um 10 Uhr. Bis dahin sage ich bis zum nächsten Mal.